Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier ist wieder der Chris und im heutigen Video werde ich euch kurz ein paar Fragen beantworten. Also vor ein paar Tagen hat mich das Commac angeschrieben, also PSD-Tutorials. Der ein oder andere kennt vielleicht die Seite. Da geht es um Photoshop-Tutorials natürlich und da gibt es auch ein Magazin, was man quasi online lesen kann und runterladen kann. Und das Commac hat mich um ein Interview gebeten. Ich war total platt und geehrt, dass ich sowas machen darf. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will das Interview dann auch direkt auf meinem YouTube-Channel zeigen und die Fragen also direkt auch live nochmal für die Kamera beantworten. Vielleicht das ein oder andere dabei, was euch interessiert. Und deshalb dieses Video jetzt. Viel Spaß damit. Ja, kein Thema, dass ich ein paar Fragen beantworte. Das ehrt mich wirklich, dass ich das tun darf hier und viele, viele Leser das dann lesen. Ich meine, ich mache das ja noch nicht so lange und deswegen ist es schon wirklich eine Ehre für mich, dass ich das machen darf.
Ja, das ist genau richtig. Jeder, der wahrscheinlich schon mal meinen Namen in Google eingegeben hat, hat gesehen, dass ja, auf Wikipedia ja doch zwei, drei Sachen über mich stehen. Ich bin nicht nur Fotograf, nein, ich bin schon längere Zeit der Sänger der Coverband Seven Hell. Also ja, fast 10 Jahre mittlerweile. Ich bin der Gründer der Band und auch der Sänger. Und ja, um das jetzt ganz kurz abzuhaken, 2009 ist die Band zu Hessens bester Coverband gewählt worden bei einem Coverband-Contest der Frankfurter Rundschau. Wir haben seitdem sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel mit dem Radio, mit H3 und ein paar Fernsehshows und mit RTL gedreht und all so ein Zeug, ist alles schon jetzt ein paar Jährchen her. Dann habe ich 2011 habe ich den deutschen Rock- und Poppreis gewonnen als Solokünstler. Also ich habe ein Soloalbum aufgenommen, bin damals zum besten Hardrock-Sänger Deutschlands gewählt worden. Und ja, mit der Fotografiererei habe ich dann so Ende 2013 angefangen. Also ich komme ursprünglich aus dieser Bildbearbeiter-Ecke eigentlich. Also mein Daddy ist Lithograf und hat früher schon viel halt mit Bildbearbeitung gemacht. Damals noch nicht am Computer, sondern halt gesetzt. Und hat dann auch zu Hause später dann, wo das alles umgestellt wurde, einen Mac gehabt. Und ja, da bin ich eigentlich das erste Mal so mit in Berührung gekommen. Also ich glaube, meine erste Photoshop-Version war damals Photoshop 3.0. Und da habe ich schon angefangen, immer ein bisschen zu retuschieren und zu machen. Also die Band zum Beispiel ist früher halt immer von professionellen Fotografen fotografiert worden. Und ich habe meistens die Fotos dann retuschiert. Und irgendwann kam halt so der Drang, dass ich dann auch mal selber die Fotos, die ich retuschiere, auch selber machen möchte. Und dann ja, fing das eigentlich... Ja, so nach und nach fing das dann an. Und dann habe ich, wie gesagt, Ende 2013, relativ spät, habe ich dann angefangen, wirklich in Anführungsstrichen professionell zu fotografieren. Ja, meine aktuelle Laufbahn sieht eigentlich folgendermaßen aus, wie ich gerade gesagt habe. Also ich kam durch mein Daddy halt, der Lithograf war, kam ich zur Bildbearbeitung. Also bei mir stand zuerst die Bildbearbeitung da und dann kam so nach und nach die Fotografie. Also mein Daddy hat zum Beispiel auch viel fotografiert früher, so mit alten Minoldas und so analog natürlich noch. Und ja, dann war es so nach und nach, also ich weiß, mein Daddy hat damals einen Mac auch immer gehabt. Ich weiß noch, ich habe die Maus mit nur einem Knopf, habe ich gehasst damals, also ich fand es ganz grausam. Und mittlerweile, ja, also so blöd ist jetzt, ist keine Werbung jetzt, aber möchte ich eigentlich ohne Apple, ohne den Apfel gar nicht mehr arbeiten, ja. Ja, und dann habe ich halt früher, ich habe zum Beispiel sämtliche Werbesachen gemacht, also alles, was damals für die Band irgendwie gemacht wurde, CD-Cover, Flyer, Plakate, Visitenkarten, alles kam eigentlich aus meiner Feder. Da sind natürlich heutzutage, also wenn ich mir heute Sachen angucke von früher und so, da sind schon echt ganz, ganz, ganz grausame Dinge dabei, die ich da retuschiert und fabriziert habe. Aber ja, so fing quasi alles an. Ja, du hast mein Stil ja eigentlich schon ganz gut beschrieben. Ja, knallig, rockig, ja, Tattoos und so. Also ich wollte immer die Bilder machen, die ich selber gerne immer gesehen hätte. Also es war früher immer auch, wo ich mir Fotos angeguckt habe von anderen Bands und so, wollte ich eigentlich immer das machen, was ich selbst gerne gesehen hätte, ja. Also ich versuche schon Fotos zu machen, die irgendwie ein bisschen abgedreht sind. Also so normale Sachen mache ich selten, mache ich auch natürlich, aber seltener. Also ich mache auch mal ein Business-Porträt und so, aber da bin ich jetzt auch nicht der super Fachmann irgendwie für. Ich mache natürlich schon Sachen, die richtig abgedreht sind, mit Autos, mit tätowierten Frauen oder Männern oder mit ja, das Star Wars Shooting, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also wirklich richtig coole, abgedrehte Sachen. Und ja, das typische Chris-Preiser-Bild, ich glaube, diesen Stil, also ich habe, glaube ich, noch nicht zu 1000% meinen Weg gefunden. Also ich glaube, ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit ist, dass die Leute also wirklich ein Bild sehen und sagen, oh,
Das ist aber ein Bild hier, das hat Chris Preiser gemacht. Ja, das fände ich natürlich total geil. Ich glaube aber, so weit ist es noch nicht. Aber ich merke schon, also je länger, ich glaube, das ist überall, also je länger man die ganzen Sachen dann macht, je mehr zeichnet sich dann auch so ein Stil ab. Und ich glaube schon, dass man meinen Stil mittlerweile ganz gut erkennt eigentlich. Ja, aber das Ziel ist natürlich, alles zu machen, was halt nicht langweilig ist. Also People ist natürlich so mein Aufnahmebereich, den ich total geil finde. People, ich mache eigentlich so, das ist so mein Metier, People-Fotografie. Ich bin sehr kommunikativ, ich mag es gerne, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich mache auch Architektursachen und so, ja. Aber mehr für mich, also was das Business in Anführungsstrichen angeht, mache ich wirklich People-Sachen. Und da, glaube ich, bin ich auch der Profi in Anführungsstrichen drin, ja. Und ich mag halt einfach irgendwie Bilder machen, die alle richtig, keine Ahnung, richtig dicke Eier haben, ja. Nichts Normales, sondern abgedrehte, coole Sachen, wo die Leute sagen, oh, das ist aber, puh, geil. So soll das eigentlich sein. Richtig, also wer natürlich schon mal bei mir auf der Website war, weiß, dass ich immer im Team arbeite. Der René, mein Assistent, ist eigentlich immer dabei, bei jedem Shooting. Ich habe mindestens einen Assistent immer dabei. So blöd es klingt, weil ich mich auch einfach mit so banalen Dingen wie Softbox-Aufbau und Stativaufbau irgendwie gar nicht beschäftigen möchte. Ich möchte wirklich 1000% meiner Energie irgendwie in die Fotografie legen. Und das ist eigentlich das Ziel, ja. Und das Team ist natürlich, wirkt natürlich auch, wenn ich zu einem Kunden fahre, also wenn wir irgendwie ein Business macht oder macht ein Firmenporträt oder so, es wirkt einfach wesentlich professioneller mit einem Team. Und die Arbeit geht auch wesentlich schneller. Das kommt natürlich auch noch dazu. Was die Photoshop-Sache angeht, die gerade angesprochen worden ist, ich mache eigentlich weniger Photoshop, glaube ich, als manche denken. Es gibt natürlich Fotos, wo man extrem viel macht, aber ich sag mal, auf kommerzieller Ebene wird dir kein Mensch eine 2-Stunden-Retusche oder irgendein Mega-Composing von weiß ich nicht was, das bezahlt kein Mensch. Deswegen versuche ich eigentlich so, also wenn ich kommerzielle Sachen mache, wirklich mit 15 bis maximal 30 Minuten die Retusche klein zu halten und versuche eigentlich fotografisch schon viel zu drehen. Das funktioniert auch mittlerweile, muss ich sagen, wirklich ganz gut. Früher war es so, da habe ich wirklich Fotos gemacht, die waren so scheiße aus der Kamera, die hätte ich ohne Photoshop nirgendwo zeigen können einfach. Ja. Und mittlerweile versuche ich schon fotografisch sehr, sehr viel einzubauen, sodass die Retusche, es gibt Fotos, die werden teilweise von mir nur ausschließlich in Camera Raw retuschiert, ja, und sonst gar nicht. Also, es sieht manchmal viel aus, klar, ich mache auch krassere Sachen, aber ich bin auch nicht so der riesen Composer jetzt irgendwie. Also ich versuche es schon ein bisschen klein zu halten, in Anführungsstrichen, mit Photoshop. Aber natürlich, klar, also ich mache viel Photoshop und das ist ja auch völlig offensichtlich, ja. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, also mein Workflow ist eigentlich immer derselbe. Es fängt an mit Camera Raw, wo ich die Raw-Entwicklung mache halt. Und dann geht's im Photoshop, dann werden vielleicht noch ein paar Sachen, ein bisschen eine Grobretusche gemacht. Und es sind immer so bestimmte Punkte, die ich quasi abarbeite. Dodge and Burn, wie auch immer. Aber ich versuche, die Retuschezeit immer so zwischen 15 und 20 Minuten zu halten. Und auch oft gefragt werde ich, gibt es auch Bilder, die unbearbeitet sind, die du irgendwo veröffentlicht? Und da muss den muss ich euch leider ziehen, nein, die gibt es nicht. Also es ist noch nie irgendwo ein Bild von mir veröffentlicht worden, zumindest nicht von mir, wo keine Retusche dran war. Das gibt's nicht. Also es gibt kein Bild, was ich veröffentliche, ohne dass ich es retuschiert habe. Und wenn es nur, wie gesagt, die RAW-Entwicklung ist, ja, also wenn ich bei einem Shooting, also es gibt wirklich auch so viele Scheißbilder, jetzt mal wirklich blöd gesagt, die ich mache, also es gibt bei einem Shooting wirklich, es gibt Shootings, da mache ich 200 Bilder und da sind 180 einfach nur Scheiße. Ja, wenn ihr die sehen würdet, würdet ihr denken, um Gottes Willen. Und dann sind vielleicht 20 richtig gut und von den 20 sind es 2, die ich dann vielleicht poste und die euch dann die Schuhe ausziehen. Ja, also
Ja, so ist es meistens. Das ist schon Masse. Also wenn ich anderen Fotografen sehe, die dann teilweise in 3 Minuten 2 Bilder machen, weil sie irgendwie nur ein bestimmtes Zeitfenster haben und da exakt auf den Punkt diese 2 Top-Bilder quasi abrufen, Respekt, ja. Da würde ich gern auch noch hin. Aber nee, es ist wirklich so, dass also viele Bilder, die ich mache, da muss ich so ehrlich sein, sind wirklich teilweise Schrott. Aber es sind auch dann die Bilder immer noch zwischen diesen ganzen Schrottbildern, aber das wird wahrscheinlich bei jedem Fotograf so sein, sind dann noch die Bilder dabei, die halt einfach, ja, die dann der Knaller sind letzten Endes. Ja, müsste ich jetzt überlegen, einen ganz bestimmten Künstler. Also es gibt natürlich, also was ich am liebsten fotografiere, sind natürlich Künstler. Also egal, ob das jetzt Musiker sind oder Schauspieler, klar, so Rockbands und so. Das ist natürlich mein Ding, da ich halt selbst schon seit fast 10 Jahren in dem Musikgeschäft bin und glaube auch zu wissen, was so eine Rockband oder was die haben wollen als Fotos, weil es ja auch, weil ich ja immer auch früher selbst in meiner Band immer gesucht habe nach Fotografen, die irgendwie das machen, was ich ja eigentlich gerne haben möchte. Was dann, ja, was ich gern shooten würde, das ist schwierig. Menschen natürlich, klar, und so, ja, Musiker, Künstler und so, Prominentere vielleicht, das wäre schon geil. Also, wenn ich so gucke, sagen wir mal, jedes Mal, wenn ich bei Paul Ripke auf die Website gehe und schaue mir dem sein Portfolio an, da frage ich mich, gibt es eigentlich irgendjemand, den dieser Typ noch nicht fotografiert hat, irgendwie so in der VIP-Sternchen-Welt. Also das Portfolio ist ja unglaublich. Das geht ja beim Bundespräsident los und geht dann bis zum, weiß ich nicht, bis zu 50 Cent. Ja. Das ist natürlich was, da hätte ich schon extrem Bock drauf. Also so die Richtung, das wäre schon echt cool, ja. Oh. Ja, meistens ist es ja so, dass die Shootings, die man zuletzt gemacht hat, findet man irgendwie immer am coolsten. Ja, jetzt aktuell würde ich sagen, ich habe jetzt vor einer Woche oder was dieses Star Wars Shooting gemacht noch mit einem Model zusammen. Das war schon richtig geil. Also ich bin ein riesen Star Wars Fan und wenn die dann so diese echten Kostüme haben und so, also das, ja, da ist mir schon ein bisschen eine abgegangen, das muss ich schon sagen. Also das war jetzt eigentlich so aktuell, wenn ich so überlege. Ja, war das schon jetzt aktuell so mein Highlight. Klar, gibt immer zwischendrin nochmal so ein paar Sachen, so mit amerikanischen Autos und so, das finde ich auch geil, also mit Muscle Cars und alles, was so grob um die USA geht, ja, da bin ich riesen Fan von, aber das ist jetzt aktuell so Filmsachen halt, finde ich total abgefahren, mache ich total gerne. So Filmlooks nachstellen und so, ja, das finde ich richtig geil. Ja, ihr wartet jetzt, also ihr denkt jetzt, dass ich natürlich Calvin Hollywood sage, ne? Also ja, gut, muss ich so ehrlich sein, Calvin Hollywood natürlich, ja, eins meiner Vorbilder, also was Business angeht und so, ist der Typ natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, also ich glaube, Calvin Hollywood, der verkauft irgendwie dem Papst ein Doppelbett, ja. Also das kann er einfach. Er ist, glaube ich, also verkaufsmäßig ist das schon ganz großes Kino, was er da macht. Der weiß einfach, wie es funktioniert. Angefangen hat es aber allerdings ganz anders. Also so die angefangen mit dem ganzen Kram, da ging es los bei mir mit Pavel Kaplun. Also Pavel ist ein unglaublich netter Typ. Also wir haben uns schon öfters getroffen. Er hat mich vor längerer Zeit mal in Hannover fotografiert, damals noch als Musiker, also bin ich ja immer noch, aber damals als Musiker so ein Porträt für mich gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und dann auf der Fotokina haben wir uns getroffen und so. Und Pavel ist jemand, den ich sehr, sehr schätze, weil er ein ganz, ganz netter, sympathischer Mensch ist und total auf dem Boden geblieben und ganz, ganz große Bilder macht. Also ob das People-Fotografie ist oder fast so Landschaftsfotografie und so, da muss ich echt sagen, also wer da von Pavel Kaplun noch nichts gehört hat, ja, Landschafts- und Architekturfotos und so, der hat echt keinen Plan, ja, weil der Typ ist wirklich groß und ich würde schon sagen, dass ich 80% meines Wissens von Pavel gelernt habe, ja. Das ging dann weiter mit Benjamin Jaworski, so Grundlagen und so, auch absolut Bombe, wie er Sachen dort erklärt hat. Ja, und letzten Endes dann natürlich Kelvin.
jemand, von dem ich dann unglaublich viel auch konsumiert habe, also Workshops und Photoshop und Videos und DVDs und so, ja, viel gelernt über Photoshop. Und ja, wenn es ums Business geht, bin ich ganz klarer Calvin Hollywood und auch Paul Ripke Fan, weil beide machen eigentlich so zu, naja, 70% würde ich jetzt sagen, Paul Ripke vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, das, was ich eigentlich gerne machen würde, ja. Also Paul Ripke eigentlich so, ja, so Promis fotografieren und so bekanntere Leute, Künstler, Musiker und so, das wäre voll mein Ding. Also das ist das, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne hin würde. Und Calvin auch, also auch Workshops und so, da sind wir ja gerade dran am Planen, dass wir mal einen Workshop geben und so, das ist auch was ich wirklich gerne machen würde, weil ich halt so ein kommunikativer Mensch bin. Und ja, das ist eigentlich jetzt so meine Vorbilder, würde ich sagen. Ja, Tipps, wie man das alles macht. Also ich war schon immer ein Macher, also man muss einfach wirklich sich den Arsch aufreißen und Gas geben. Und einfach richtig hart dafür arbeiten und dann funktioniert es auch. Ich habe wirklich stundenlang Sachen konsumiert. Wenn andere feiern waren, war ich daheim und hab mir Tutorials reingezogen. Oder während an dem Garten gelegen haben und haben gegrillt und so, habe ich vom Rechner gehockt und Fotos retuschiert. Ja. Viel ausprobiert. Wichtig ist, dass viel, viel, viel gemacht wird. Also nicht auch nur konsumieren rein objektiv, sondern ihr müsst auch einfach Dinge ausprobieren. Ja. Ausprobieren mit der Kamera. Ich meine, das sagt jeder. Das könnt ihr Benjamin Jaworski fragen und Calvin oder wen auch immer. Ihr müsst die Kamera nehmen und einfach fotografieren, so, dass ihr ja, einfach ausprobiert gewisse Dinge, ja. Ihr müsst einfach ausprobieren und hart dafür arbeiten. Ich habe mir mittlerweile schon zweimal quasi bewiesen, dass ich es schaffen kann, in kürzester Zeit mir ein Business aufzubauen. Das habe ich jetzt mit der Fotografiererei gemacht, habe es vor sehr, sehr langer Zeit mit der Band gemacht und es gab immer Leute, die haben gesagt, es wird alles nie klappen und es funktioniert doch eh nie und genauso war es bei der Fotografiererei und ja, mittlerweile läuft es halt. Ja. Ich habe meine Firma gegründet und jetzt auch die Fotofirma gegründet und es funktioniert alles cool. Ja. Wenn man wirklich sich den Arsch dafür aufreißt und viel Energie reinsteckt und viel dafür arbeitet und auch eine gewisse Leidenschaft einfach hat für diese ganze Sache, dann glaube ich, würde es auf jeden Fall funktionieren. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist das Motto. Ja, vielen Dank, ich habe zu danken und ja, checkt einfach mal meine Facebook-Seite, facebook.com/preiserchris, Preiser mit Doppel-S, wie der Preis, Chris. Und Instagram bin ich, Chris Preiser, 500 Pics, Photo Community, Modelkarteien, so bin ich überall nicht so aktiv. Meine Website www.chrispreiser.de und wenn ihr Bock auf geile Fotos habt, dann ja, schreibt mich einfach mal an oder wenn ihr irgendeine Frage habt oder irgendwas wissen wollt, wie auch immer, ich bin eigentlich immer da. Ja, wenn es irgendwo klemmt und versuche eigentlich auch so ziemlich alles zu beantworten. Ja, vielen Dank dann auch, dass ich dieses Interview geben durfte für so ein bekanntes Portal wie PSD Tutorials. Hat mich sehr gefreut und ja, macht's gut.